Gut, also willkommen, 36C DAI, Open Infrastructure Orbit. Geht wieder los, wir fangen an mit einer kleinen Vorstellungsrunde der Assemblies. Ich bin der Peter von Freifunk München, bin jetzt eigentlich seit wie vielen Jahren hier auf dem OIO, 3 Jahre dabei, sonst aber, habe gerade festgestellt, ich war im Eidelstädter Bürgerhaus, ich bin Hamburger und ich war irgendwie dabei, ich glaube 85. Genau, hätte mich heute Morgen melden können. Gut, ja, bevor wir loslegen, kleiner Dank an das Orga-Team, das Aufbauteam. Das Aufbauteam dieses Jahr fleißig vertreten durch die Kollegen von Cardus, das Freifunkteam, OIO Orga. Die haben nächtelang gelötet, geschraubt, gekocht, gegessen, getrunken, gefeiert. Also viel Zeit und Spaß gehabt, bevor es richtig losging. Aber ich glaube, das ist ein Applaus wert. Ich weiß, dass das wirklich eine Menge Arbeit war. Dankeschön. Ja, vor 2 Jahren habe ich auch noch mithelfen können. Dieses Jahr ging es leider gar nicht, aber es ist wirklich eine echte Quälerei. Und dafür muss ich sagen, super geworden. Ich habe gehört, es sollte Copy-Paste werden vom letzten Jahr. Letztes Jahr sah es völlig anders aus. Ich glaube, beim Pasten ist ein bisschen was schiefgegangen. Also ich glaube, es ist aber richtig gut geworden. Okay, also Open Infrastructure Orbit ist eine Sammlung von Assemblies, die wir alle haben unter dem Strukturen. Wir haben eine ganze Menge Assemblies dabei. Ich bin vorher mal rumgegangen und ich habe, weil ich mir das alles nicht merken kann, für die meisten, die jetzt hier stehen, jemanden da, der mir kurz mal erklärt, was es denn hier zu sehen gibt, was es vielleicht zum Mitnehmen gibt, was es sich lohnt anzuschauen. Und da würde ich sagen, fangen wir mal an, gehen wir mal ein bisschen die Runde durch. Von Cardus habe ich mir notiert, da kommt der Adrian oder die Corinna. Adrian, Corinna, die Corinna kommt. Ich gebe dir mal ein zweites Mikro. Hallo Corinna. Hallo. Ja, schönen guten Morgen. Morgen. Bekannt so. Geworden seid ihr die letzten Monate, habe ich das Gefühl. Da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Wir suchen natürlich immer nette verlernt. Genau. Und ich habe jetzt dabei den Plan. Das klingt gut. Hallo. Planlos. Ja.
Was kannst du uns erzählen? Was zeigt ihr dieses Jahr? Was habt ihr dabei? Was macht ihr alles hier? Also wir haben dieses Jahr nicht allzu viele Sachen dabei. Wir machen ein bisschen DMR-Funk. Wir betreuen aber auch die Löt-Area. Also wenn ihr löten wollt oder löten lernen wollt, wir haben zwei Workshops und da könnt ihr euch ein bisschen am Lötkolben versuchen. Was baut ihr? Wir haben jetzt nicht direkt dabei, der Kollege hat ein bisschen was dabei, aber wenn ihr was zusammen löten wollt, hier gibt es bestimmt genug Blinkenlights rundherum an Bausätzen. Versucht da was zu bekommen und dann könnt ihr versuchen, das bei uns zusammen zu löten. Gibt es eigentlich viele von den Löt-Areas? Ich glaube nicht wegen Brandschutz, oder? Es gibt ja, das ist nur dieses Jahr ein bisschen restriktiver. Okay. Es gibt ein paar Löt-Areas, aber eine wenige haben wir halt. Das heißt, wer mal ein paar Kabel über Kreuz löten will zum Üben, der kommt zu euch. Kann das gerne mal bei uns probieren, genau. Und noch was Interessantes dabei. Nee, habt ihr eigentlich eine Station aufgebaut dieses Jahr? Eine richtige Station haben wir jetzt nicht aufgebaut, weil es halt auch die Verhältnisse hier relativ schwierig sind, funktechnisch was hinzustellen. Wir bedampfen halt so ein bisschen mit DMR hier die Halle oder mit einem FM-Relais. Ja. Kann man noch was lernen über Hemnet? Euch natürlich, es gibt auch einen Hemnet-Vortrag, der ist, glaube ich, sogar heute Nachmittag oder morgen. Hier bei uns? Hier. Richtig. Wir haben auch ein paar Hemnet-Leute da, also wenn man da Fragen hat zum Hemnet und wie das Ganze aufgebaut ist und wie das funktioniert oder allgemein zum Funk, einfach bei uns vorbeikommen, direkt neben der Löt-Area, da erzählen wir euch was. Ich habe einen getroffen vorhin, der sagt, er macht gerade die Lizenz. Er macht jetzt gerade die Lizenz. Ja, super. Wie aufwendig ist das, wenn ich sowas heute noch machen will? Es geht eigentlich. Also als Nerd ist es eigentlich kein großes Problem. Also die Einsteigerlizenz, die Klasse E, die hat man in 3 Wochen drauf, inklusive Prüfung. Die Klasse A ist ein bisschen umfangreicher technisch, aber auch für elektrisch Versierte gar kein Problem. Okay. Habt ihr, wer kennt noch Packet Radio mit dem C64? Ja. Das war cool damals. Ja, wir haben das New Packet Radio dabei. Oh, was ist das? Ja, Hemnet auf 70 Zentimeter. Okay. Also da haben wir einen der Spezialisten da, der hat auch sogar noch Bausätze da. Ah. Ist ein bisschen umfangreicher zum Löten, aber wer sich daran versuchen mag und da Interesse dran hat. Ich komme am besten gleich mit, das können die anders weitermachen. Kein Problem. Okay, prima. Mensch, danke, planlos. Ja, gerne. Gibt es was zum Mitgeben? Verschenkt ihr irgendwas? Habt ihr coole Sticker? Diesmal leider nichts dabei. Aber trotzdem viel Wissen. Super. Ja, das glaube ich. Das glaube ich wirklich. Danke dir. Ja, gerne. Cool. Und dann bis später. Oh, jetzt kommen wir zu. Ja. Ah ja, am Schluss machen wir Freifunk. Danke dir. Freifunk machen wir am Schluss. Jetzt haben wir Freiwurst. Genau, Freiwurst. Das ist doch der Jan, richtig. Immer gerne auf der Bühne. Jetzt stiehlt er mir die Show, bin ich mir sicher. Hallo Jan, guten Morgen. Guten Morgen. Das wievielte Mal seid ihr da? Ich glaube, hier das 3. Mal, ne? Also jetzt insgesamt ist das 22. Mal im Kongress, aber hier dieses jetzt mal das 3. Mal Open Infrastructure Orbit, ne? Jedes Mal in Leipzig, ist hervorragend hier. Und ihr belegt wahrscheinlich. Boah, yes. Wer schießt hier? Mörderisch. Und ihr belegt dann in Halle 4 einen großen Teil des Lagerraums, oder? Nehme ich an. Ja, natürlich, genau. Ah, also wir haben da hinten so eine Freiwurst aufgehängt, ne? Da, die kann auch morsen manchmal. Okay. Allerdings nur, wenn es Wurst gibt. Jetzt gibt es gerade keine Wurst, ne? Out of Wurst kann man von hier. Ah, jetzt hier. Ah, danke. Sehr gut. Jetzt kann man. Ihr könnt mal rausfinden, was ist Morst. Ihr seid ja hier alle Profis. Genau, wir sind ein bisschen kleiner aufgestellt dieses Mal, weil Camp hat ein bisschen Ressourcen gefressen bei uns so, ne? Und deswegen ein bisschen kleiner, aber es gibt, glaube ich, Sticker und es gibt auch Wurst zeitweise. Könnt ihr gerne vorbeikommen. Also genau, habt ihr den Vortrag, das heißt, ihr erklärt ausführlich, was Freiwurst ist. Wenn man vorbeikommt, dann, auf jeden Fall. Sag doch mal einen Satz nochmal für die, die das erste Mal gesehen haben. Also Freiwurst ist also ungefähr wie Freifunk, halt nur mit Wurst. Ne, also freie Wurst für freie Bürger und sowas. Mhm. Community Wurst. Das ist eigentlich das Motto, muss man sehen. Ja, da passt alles. Genau, wir haben einen Vortrag hier am 29., glaube ich, allerdings über Spacecrafts und sowas. Okay. Also Wurst im Space und so. Gibt's Sticker? Sticker gibt's auch, ja. Sehr schön, siehst du, gut. Natürlich. Ich glaube, es gibt eine richtige OEO-Schlacht hier mit Stickern. Sehr schön. Ja. Danke, Jan. Vielen Dank, wie immer, und auch schon im Voraus für die großzügigen Spenden an die Teilnehmer. Danke, Jan. Danke an Freiwurst. Die Fangemeinde immer dabei. So, wen haben wir jetzt als nächstes? OpenStreetMap, da habe ich auch ich muss mal gucken, Nakana. Habe ich es richtig gesagt? Gut. Genau, OpenStreetMap. Kennen wir alle, nutzen wir alle. Willkommen. Und hallo. Wie oft seid ihr schon dabei? Ich weiß schon nicht wieder, wie viel der Kongress das hier ist, auf dem wir da sind. Okay. Wir sind eigentlich jedes Jahr dabei. Ja, denke ich auch. Was zeigt ihr hier? Was kann man sehen? Ich habe schon gesehen, ihr habt viel aufgebaut. Ja, wir haben an unserer Assembly
einen A1-Drucker dabei, auf dem man OpenStreetMap-Karten in verschiedenen Kartenstilen drucken kann. Also nicht nur diesen Standard, okay, den man von OpenStreetMap.org kennt, sondern auch zum Beispiel speziell für Radfahrer oder fürs Wandern oder auch so Topokarten ähnlich wie vom Amt, okay, fast, nur mit besseren Daten. Sehr schön. Und wenn ich jetzt an euren Stand komme, wie kann ich denn mitmachen? Erklärt ihr den Leuten, was ihr Beitrag sein kann? Ja. Und gut, wie kann der Beitrag aussehen? Du kannst dir einen OpenStreetMap-Account anlegen, ja, da brauchst du einen Nickname, E-Mail-Adresse und Passwort, mehr nicht. Und ja, dann kannst du auf, in dem Online-Editor auf OpenStreetMap.org zum Beispiel Fehler korrigieren oder Fehlendes ergänzen. Mhm. Habt ihr einen Vortrag hier nochmal, irgendwo während des Kongresses? Wir planen einen Workshop, dessen Zeit noch nicht feststeht, okay, aber auf Twitter, auf dem Twitter-Account Foskis e.V., da wird ja das veröffentlicht. Okay, und wie viele Leute seid ihr so? Ist immer jemand da bei euch? Ja, also in der Spitze ein Dutzend Leute oder ein bisschen, okay, mehr sogar. Gut. Also uns reicht der Tisch eigentlich nicht aus. Und ihr zeichnet die Karten dann alle fleißig, diese A1? Ja. Ja, cool. Gut. Okay, habt ihr was zu mitgeben? Gibt es coole Sticker bei euch? Wir haben... Was soll ich tun? Nix. Gut. Wir haben reichlich Sticker dabei, okay, in verschiedenen, mit verschiedenen Motiven. Unter anderem auch Sticker, mit denen man Lizenzverletzungen korrigieren kann. Weil die OpenStreetMap-Lizenz verlangt, dass man die Quelle angibt, dass es von OpenStreetMap ist. Und das passiert oft nicht. Und was mache ich mit dem Sticker dann? Den klebst du drauf und dann ist es geheilt. Sehr schön. Das finde ich mal einen sehr innovativen Vorschlag. Klasse. Nakada, danke. Dann würde ich sagen, vielen Dank. Applaus für OpenStreetMap und viel Spaß bei euch. Genau. So, ich glaube, Toolbox Bodensee haben wir nicht da, wenn mich alles täuscht, oder? Genau, da war noch keiner, ist aber auch früh. Genau. Aber wir haben im Umfeld des Tor-Projektes eine Community da, die finde ich sehr interessant. Ich betreibe auch ein Relay bei Hetzner, solange es noch geht. Und schau mal, was so passiert. Ich habe dabei den Kantorkel, oder? Kantorkel, willkommen. Kantorkel, moin. Okay, du bist hier, ihr seid ja nicht das Tor-Projekt, ihr seid... Genau, Community, wir sind zwei Vereine, Artikel 10 e.V., Artikel 5 e.V. und wir haben uns zusammengetan und betreiben das Tor-Assembly inklusive, okay, eines Tor-Exit-Nodes vor Ort. Ja. Kann man sich anschauen. Und ja, wenn man Fragen zu Tor hat, gerne einfach vorbeikommen. Wir haben auch ein Tails da, also so ein Betriebssystem, was alles durch das Tor-Netz leitet. Ja, okay, gerne vorbeikommen. Das heißt, das boot ich vom Stick wahrscheinlich und bin immer nur in Tor und kann nicht anders raus? Richtig? Genau. Jetzt überlege ich gerade, habt ihr auch Workshops, zeigt ihr was? Wir haben heute Abend um 9 eine Self-Organized Session, das, okay, Tor Relay Operator Meetup und an Tag 3, 21 Uhr, haben wir ein kleines Meetup für die Tor-Vereine. Die wo macht so ihr gibt. Das? Heute weißt Abend das? Ist das in Vortragsraum 11. Okay, ich betreibe ja selber so ein Relay seit, glaube ich, 3 Jahren jetzt. Warum sollte ich kommen heute Abend? Was erklärt ihr mir oder was habt ihr vor? Wahrscheinlich ist jemand aus dem Tor Project Core Team, mhm, dabei, der erzählt, was so im letzten Jahr passiert ist oder was, okay, vielleicht als nächstes auch ansteht. Und ansonsten ist es immer gut, sich zu vernetzen, insbesondere wenn man, ja, Exit Nodes betreibt. Ja, absolut. Haben wir ja gelesen, die, genau, Geschichten. Okay. Noch irgendwas coole Sticker dabei, die man mitnehmen muss unbedingt? Ja, wir haben ganz tolle Sticker. Das eine Motiv sieht man hier auf dem T-Shirt. Ja. Genau. Einfach vorbeikommen. Und T-Shirts haben wir auch. Oh, T-Shirts auch. Das erste Mal T-Shirts jetzt. Sehr gut. Und wenn ich mitmachen will, einfach bei euch kommen, also zum, genau, Stand also wenn man ein eigenes Relay betreiben möchte oder sogar ein Exit, können wir auch da Hilfestellung leisten, erklären, was man tun sollte und braucht was man noch lieber Relays? Nicht. Ja, jede braucht Menge. Noch? Immer mehr. Noch? Ja. Ja. Gut, na dann würde ich sagen, danke. Und baut Relays auf, schaut, wie es geht. Der Pi genügt, oder? Theoretisch kann ich theoretisch anfangen. Theoretisch, ja, ja. Ein kleiner muss Pi ja nicht gleich reicht zu Hause sein. Auf jeden Fall aus für eine kleine Tor-Bridge. Beim Relay habe ich weniger Sorgen eigentlich um Probleme wie Exit-Nodes, wahrscheinlich. Da kommt die Polizei morgens nicht vorbei. Nicht morgens, genau. Okay, eher per Post oder abends. Okay, ja, cool. Dankeschön, prima. Danke, Applaus. So. Gut, jetzt muss ich mal gucken, wen wir als nächstes noch haben. So, ich glaube, jetzt haben wir noch, ach ja, 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 genau. Searchwing habe ich hier den Gregor stehen, wenn er da ist. Ich habe euch da mal draufgepackt mit dem Logo aus der Hochschule Augsburg. Das ist interessant. Erzähl mal, Searchwing, was macht ihr? Was zeigt ihr hier? Ich muss gleich vorneweg sagen, wir haben keine Sticker dabei und keine T-Shirts. Tut mir echt leid. Okay, dann war nett, dass du nochmal hochgekommen bist. Wir bauen eine Suchdrohne, um Leute vor allem im Mittelmeer zu suchen, bevor die ertrinken, mhm, um Leute wie
Sea-Watch, die ja neben uns stehen, auf dem Slide auch zu unterstützen. Das ist ein Flugzeug, okay, ein Styropor-Flugzeug, ein Modellbauflugzeug, mhm, was autonom fliegt, mit einer Kamera unten drin und dann hoffentlich die Leute finden. Und wie lange macht ihr das schon? Wie lange gibt es das? Seit 2 Jahren, oder Fritz? 3 Jahren. Ja, ja, das heißt, ihr seid beim Kongress jetzt wahrscheinlich das erste Mal dabei? Nee, oder? Wir waren letztes Jahr auch dabei. Okay. Und wir sind mittlerweile sehr, sehr weit mit unserem Projekt. Wir fahren am März zum ersten Mal bei einer echten Mission mit. Okay. 3 Wochen lang mit 5 Fliegern, um wirklich zu gucken, ob das alles läuft. Mhm. Und wie kann man mitmachen bei euch? Ja, also wir haben das. Was für Unterstützung braucht ihr? Genau, also wir haben viele Prototypen und an sich funktioniert alles. Wir waren schon mal auf dem Mittelmeer, das funktioniert alles. Okay. Wo es noch ein bisschen hapert, ist die ganze Zuverlässigkeit und Usability. Okay. Leute, die Modellbauerfahrung haben und da mithelfen wollen, sind gern gesehen, um einfach zu bauen und einfach das Ding sicher und zuverlässig zu machen. Das heißt, ihr habt immer wieder mal Abgänge oder Verluste? Ab und zu mal, ja. Okay. Was kostet sowas? Was für den Aufwand musst du betreiben, finanziell, um sowas zu bauen? Der komplette Flieger kostet um die 1000 Euro, wenn man voll ausstattet mit allem drum und dran. 1000 Euro ungefähr. Und was zeigt ihr jetzt am Stand genau? Habt ihr so wir haben verschiedene Flieger dabei am Stand, wo man sich das angucken kann, wie ist es aufgebaut von der Hardware. Wir haben die Leute von der Computer Vision dabei, um die helfen dann die Bilder auszuwerten. Wie werte ich die aus mit Algorithmen? Wie muss ich mir das vorstellen? Sendet ihr die Daten während des Fluges oder sammelt ihr nur und wertet hinterher aus? Ja genau, also aktuell ist es so, dass wir während dem Flug die Bilder sammeln mit 2 Kameras, die dann so einen Streifen legen, genau, wo das Ding dann automatisch abfliegt. Im Moment werden sie nach der Landung ausgewertet, weil wir haben nur das Ding muss mindestens 10 Kilometer vom Schiff wegfliegen und da habe ich nicht genug Bandbreite, um andauernd Bilder zu übertragen. Ja. Im Moment ist es so, dass wir nach der Landung die Bilder runterziehen und dann auswerten. In Version 2 soll das Onboard passieren und der während im Flug schon sagen, da könnte was sein, da könnte was sein. Weil sonst könnte es eine Weile dauern, bis der zurückkommt. Das ist aber immer noch okay, also der ist ungefähr eine Stunde unterwegs und wenn er dann zurückkommt und mir dann die Bilder anschaue, dann sind die Leute wahrscheinlich noch in der gleichen Position und ich kann da hinfahren, das reicht noch. Aber wir wollen das natürlich auch verbessern in Zukunft und noch, sehr cool, noch besser machen. Prima. Finde ich gut, schaue ich mir nachher auf jeden Fall an. Alles und was hat das mit der Hochschule Augsburg zu tun? Ist es das ist an der Hochschule Augsburg, läuft das Projekt. Also da unter dem Schirm, unter dem Dach der Hochschule Augsburg, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, okay, prima. Genau. Und wir haben um 14.45 Uhr noch einen Vortrag. Richtig. Und wo habt ihr den? Hier bei uns auf der Bühne? Okay, prima. Okay, dann sehen wir ein paar Flugaufnahmen vermutlich. Die besten Abstürze haben wir auch dabei. Okay. Und das ist die besten Abstürze. Also was will ich mehr? Ich glaube, der ist gesetzt, der Vortrag. Dashcam-Videos. Ja, cool, danke. So, dann passt doch eigentlich ganz gut der Joshua von Sea-Watch, dass ich den mal bitten kann, kurz mir ein bisschen was zu erzählen. Passt ja thematisch gut, richtig? Ja. Hallo Joshua. Hallo. Erstmal vielen Dank auch an euch. Also mega gute Arbeit und ich freue mich sehr darauf, das mal live zu sehen und einzusetzen auch. Gut. Ihr seid auch mit der Assembly hier. Was zeigt ihr den Leuten am Stand? Also erstmal sind wir mit ganz vielen Leuten hier. Also es kommen aus ganz vielen unterschiedlichen Teams von uns Leute. Also aus dem Legal-Team, aus dem Airborne-Team sind Leute da, aber auch aus dem IT-Team natürlich. Mhm. Und wir stellen vor und das Projekt Civil MSCC einmal. Das ist ziviles MSCC, also eine zivile Seenotrettungsreitstelle. Dafür hatten wir schon mal einen Talk vor ein paar Jahren hier. Okay. Und das Projekt ist relativ weit jetzt langsam, so, wo es darum geht, quasi über ein Software die ganze zivile Seenotrettungsflotte zu vernetzen und halt auch Daten zu sammeln und quasi live Updates an die Ships zu geben, wo sind gerade Seenotfälle und dass man aus dem Flugzeug quasi auch Fälle direkt reintracken kann und so weiter, dass man quasi eine Übersicht hat, was passiert gerade auf dem Mittelmeer. Und das entwickelt ihr so selbst in euren Teams? Oder? Genau, das entwickeln wir quasi, also nicht direkt bei Sea-Watch, sondern das ist aber ein befreundetes Projekt mit dem, das es aktuell macht und da sind aber auch Sea-Watch-Leute und aus allen Organisationen Leute beteiligt, das ist also quasi ein Interorganisationsprojekt. Okay. Führt mich zur nächsten Frage. Was braucht ihr für Unterstützung? Wie kann man mitmachen? Das klingt jetzt gut nach Software, ja, offensichtlich. Ja, voll. Also da kann man auf jeden Fall mitmachen bei dem Projekt. Da suchen wir immer gerne Leute. Da wird später Nick, der bei uns am Stand sitzen wird, dann irgendwie Ansprechpartner sein. Der kommt heute Abend erst, also nicht mich gleich. Okay. Ich kann dazu nicht so viel sagen in dem Moment. Aber genau. Und ansonsten suchen wir immer Leute für Schiff. Wir haben bei uns auf dem Schiff auch eine Elektriker- und IT-Position. Also das ist halt auch immer eine Position, die prekär ist. Insbesondere natürlich Schiffselektriker, aber das ist, also falls hier irgendwo Schiffselektriker sitzen, gerne. Heißt das mehr die dicken Kabel oder dicke Kabel, Starkstrom und so, aber genau, aber das sind halt, also man kann sich fürs Crewing natürlich bei uns bewerben, wir haben einen offenen Crewing-Prozess, der online läuft
Und ansonsten kann man sich natürlich auch allgemein bei uns melden. Man kann uns unterstützen, auch bei Infoständen und überall. Ah, okay. Also, man ja, cool. Gut. Ja. Ja, dann würde ich sagen, und danke. Ah, ja. Da hast du noch was anzukündigen. Genau. Also wir haben auch noch morgen Vortrag um 18.10 Uhr bei Elisa, auf dem Elisa-Platz-Ding. Ja. Und dann genau über Frontex. Und wir haben auch Sticker und so weiter. Oh, super. Ach, bin ich froh. Gott sei Dank. Danke. Prima. Vielen Dank. Klasse Job. So, jetzt muss ich mal gucken. Wer habe ich denn vergessen? Wo bin ich noch? C3 Space haben wir noch. Genau. Da habe ich vorhin gesprochen mit. Jetzt muss ich gucken. Herbern. Mit zwei Dreien. Richtig? Prima. Guten Morgen, Herbern. Hallo. Du bist der mit der Amateurfunklizenz. Ich mache sie erst, ja, genau, in Arbeit. Cool. Genau. Ich musste auch erstmal zusammensuchen, weil wir eigentlich ein zusammengewürfelter Haufen sind von Interessierten, aber wir haben auch bei uns als Assembly die LibreSpace-Leute mit dabei, mit dem Satnox-Projekt. Letztes Jahr war eine Bodenstation dafür aufgebaut, dieses Jahr haben wir wohl keine dabei, aber nichtsdestotrotz kann man sowas auch selber bauen mit Pi und Antenne und sowas. Also dafür haben wir die richtigen Leute da sitzen, wenn es da Fragen gibt, wer sowas nachbauen will. Was Satnox ist und wie man das bauen kann. Also Satnox, erklär nochmal, was ist in einem Satz? Also wenn ich es mit meinen Worten erklären müsste, ich kenne es auch nur so vom Sehen, ist es ein Videorekorder für Satelliten. Videorekorder für Satelliten. Also grob gesagt, also die Umlaufbahn und sowas sind bekannt, was in Reichweite kommt und dann kann man dem Ding halt sagen, auf welcher Frequenz es lauschen soll. Das Ding wird dann mitgeschnitten und wenn ich das richtig verstanden habe, geht das Ganze der Mitschnitt zu einem Server, wo dann die Schnipsel zusammengeschnitten werden zu einem Stream oder so. Aber das ist, ich bin da nicht kompetent drin. Das beantworten besser die Leute, die das bauen. Also ihr habt eine Menge gute Leute am Stand, die genau so schwierige Fragen beantworten können. Genau. Okay. Ansonsten haben wir da noch eine sehr beeindruckende Schüssel hängen. Das ist um Q100 oder HiSat senden und empfangen zu können. Also so eine Dualbandantenne. Braucht man wohl eine Lizenz für, um senden zu dürfen. Hören darf man ja. Was haben wir noch? Wir haben einen Haufen SDR-Stuff, also hier Software Defined Radio. Ja. Genau, alles was man damit machen kann. Ja, dann haben wir da ein paar Monitore stehen. Auf den Monitoren wird dann so Grafana-Dashboards laufen für Telemetriedaten von Satelliten, die halt bekannt sind. Das ist auch sehr beeindruckend. Und eine Retro-Ansicht für einen Statusmonitor für Satnox. Also da, wo man von den Satnox-Satelliten oder Projekten oder was auch immer dann halt so ein bisschen Sachen sehen kann. Und ansonsten, ja, ich habe noch ein Projekt, so, nur so ein, einmal eine Datenbank verbauen für Radioastronomie, einmal von den Deep Space Network Daten, die öffentlich sind, einfach mal crawlen von der Webseite und dann eben das in eine Datenbank reinpipen und dann ein bisschen sortieren. Wo kommt ihr denn räumlich her? Ich würde sagen, verstreut. Das heißt, wenn ich mitmachen will, was für Leute sucht ihr noch? Braucht ihr noch irgendwelche Unterstützung? Also im Endeffekt ist es eine Interessengemeinschaft, würde ich sagen. Und jeder, der Interesse hat, einfach vorbeikommen, mitmachen. Und wenn wir größer werden, brauchen wir nächstes Jahr halt mehr Platz. Ja, gut. Ja. Ich glaube, den haben wir dann, wie es aussieht. Ja, cool. Genau, Vortrag hast du erzählt. Sticker. Nee, Vortrag haben wir nicht. Nicht genau. Also mir wurde gerade gesagt, es ist besser, wir sagen nicht, was wir alles nicht haben. Okay, das heißt, dann höre ich auf zu fragen wegen der anderen Sachen, ne? T-Shirts und so. Gut. Genau. Ja, gut. Okay, noch irgendwas? Passt. Prima. Ja. Vielen Dank, alles klar. Dann, wer Lust hat, mitmachen. Deep Space. Genau, dann habe ich jetzt noch den Mike von Top Point. Ja, aus Kiel, richtig? Moin, moin. Super, danke für die Einladung. Ja, klar. Wir danken natürlich auch erstmal dem OIO und der Organisation, dass wir so eine tolle Assembly gestalten konnten. Ja, ihr sitzt da drüben, neben der Freiwurst. Ja, direkt neben der Freiwurst. Das heißt, Verpflegung ist gesichert? Und stellenweise. Ja. Okay, was macht ihr, was zeigt ihr, wer seid ihr? Wir sind ein alter Hackerspace aus Kiel seit 25 Jahren und sind auch schon Teil an, also auch hier an diesem Konvent irgendwie schon seit mehreren Jahren. Wir haben das Büro für intergalaktische Angelegenheiten mitgebracht und stellen den intergalaktischen Passport aus. Das seid ihr. Ja. Richtig, davon habe ich schon gehört, aber nicht in eurem Kontext. Das heißt, das war mir bisher gar nicht geläufig. Ja, das Top-Point bietet halt für viele Projekte, unter anderem Freifunk Kiel oder auch eine FSFE-Gruppe, in Kiel halt eben Möglichkeiten, sich zu treffen und sich auszutauschen. Macht ihr was zusammen mit dem Freifunk irgendwie hier oben? Ja, Kiel, wir sind sozusagen das Epizentrum des Freifunks sozusagen. Also wir haben halt ein GitLab, wo wir praktisch über CI die Firmware bauen können und auch das Freifunktreffen wird abgehalten einmal im Monat. Also es ist halt praktisch so ein... Okay.
Habt ihr außer den Sachen noch irgendwas Besonderes mitgebracht zum Zeigen? Warum soll man die Kinder können bei uns zu euch schicken? Kinder können bei uns mit Farben malen unter einer UV-Lampe. Das ist fantastisch. Kinder können mit Farben malen unter einer UV-Lampe. Aufkleber gibt es auch ein paar. Ja, schön. Gut, ja. Ja, euch gibt es ja schon lange. Ihr seid jetzt schon so lange dabei. Ja, wir sind jetzt hier schon so lange dabei, aber ich glaube, wir haben in den letzten Jahren doch irgendwie an Qualität und an... Ich hatte, glaube ich, einen Wackler. Nee. An Qualität irgendwie gewonnen über die Jahre an Organisation, ja. Okay, cool. Ja, danke Mike. Ich komme rum, weil als ehemaliger Hamburger, beziehungsweise ich bin ja Hamburger, ich muss in München wohnen, das ist vielleicht ein Scheiß. Okay, aber ich habe mich ein bisschen dran gewöhnt. Von daher komme ich gern vorbei. Super, danke dir. Okay, klasse, danke. Cool. So, jetzt muss ich mal auf meine Liste gucken, dass ich nicht jemanden vergesse. Wen haben wir denn noch? Vom GNUnet, Dominik oder Christian? Wer ist denn da jetzt? Streitet euch nicht, kommt beide. So, du warst der Dominik? Genau. Richtig. Hallo Dominik. Hi. Guten Morgen. Gut, was zeigt ihr hier auf der Assembly? Warum seid ihr bei uns? Wir haben im Studium ein kleines Projekt gemacht, bei dem wir einen Verkaufsautomaten, also einen Snackautomaten, Thaler, das Bezahlsystem Thaler etabliert haben oder implementiert haben. Und jetzt kann man bei uns Snacks kaufen und Merch von unserer Schule. Und Stickers natürlich auch. Das heißt, man kann bei euch, ihr habt den Automaten da, oder? Ja, der Automat ist etwa an meiner Hand. Das ist ein richtiger Automat. Das ist ein richtiger Verkaufsautomat. Wie habt ihr den herbekommen? Ja, den haben wir gekauft. Also das Ziel ist, dass er bei uns an der Schule dann aufgestellt wird, damit die Studenten ihr Geld loswerden können. Und wir haben einfach eine Applikation gesucht, mit der wir das Thaler-System oder das Bezahlsystem von Thaler ein bisschen demonstrieren können. Und wir haben uns dann für einen Automaten entschieden und haben einfach die Schnittstelle zwischen Thaler Backend und Automaten implementiert. Okay. Gut, das heißt, ich kann hingehen und wirklich bezahlen mit Geld? Und ja, genau. Also elektronisch? Also es ist keine Kryptowährung, es ist eigentlich, ihr habt dann die Euros oder heute nur Euros in einem digitalen Portemonnaie oder einem Wallet. Und damit könnt ihr dann mit dem Handy per NFC oder QR-Code könnt ihr dann bei uns Sachen kaufen. Okay, das heißt, wenn alle kommen, freut ihr euch. Ja, dann sehr. Habt ihr genug da? Ja, also es ist natürlich nicht gewinnorientiert, das ist klar. Nicht gewinnorientiert? Nicht gewinnorientiert, natürlich. Ich dachte, es gewinnorientiert, damit sich der Transport gelohnt hat. Nein, leider nicht. Okay. Aber das ist ja nicht der Sinn. Na, weiß ich doch. War ja Spaß. Gut, prima. Habt ihr einen Vortrag, habt ihr einen Workshop? Wir haben um 21.20 Uhr, glaube ich, noch einen Talk über unser Projekt, wie wir das implementiert haben und was wir alles gemacht haben, Software-Stack, Hardware-Stack. Gut, cool. Ja, danke dir, Dominik. Ja, danke dir. Dann viel Spaß und vielen Dank und immer schön einkaufen. So, ich hätte es mal durchstreichen sollen, ist gar nicht so einfach. Wen habe ich vergessen? Wen? Dich. Von? Ah, von Gig. Ah ja, wir haben uns nicht gesehen vorher. Dann komm zu mir. Wer bist du? Hey, ich bin Sandra. Hallo Sandra. Von Global Innovation Gathering. Arvind, do you want to come on stage as well? I saw you just. Okay. Perfect. So we switch to English, right? Wir können. Oder wie ihr wollt. Möchte jemand, dass ich auch auf Deutsch erzähle? Ja, mach ruhig. Bis jetzt war alles Deutsch. Bis jetzt war alles Deutsch. GIG, Global Innovation Gathering, ist eine globale Community von Menschen, die zum Beispiel Makerspaces, Hackerspaces betreiben oder Innovation Hubs oder einfach nur Maker irgendwo sind. Zum Beispiel jemand aus Singapur, der dort Tech for Good Projekte macht oder ein Makerspace aus Nakuru in Kenia oder jemand, der in Rio oder in woanders in Brasilien Sachen macht, die genauso sind wie das, was es auf dem Kongress gibt. Und GIG ist ein Netzwerk, um die Erfahrungen auszutauschen, also der globale ERFA quasi. Okay, was heißt Erfahrung austauschen? Helft ihr euch gegenseitig? Wir tauschen Wissen miteinander aus. Also wenn ich ein Wi-Fi-Projekt oder also ein freifunkartiges Projekt zum Beispiel in
in Kigali mache und dafür Informationen brauche, dann kann ich mal mit Elektra reden, die Teil von GIG auch ist, oder ich kann mit Leuten, die in Rio oder woanders mit Indigenous Communities in Brasilien an Freifunkprojekten arbeiten, mich austauschen, weil die ganz ähnliche Probleme haben wie ich wahrscheinlich. Okay. Zum Beispiel Strom ist manchmal ein Issue oder überhaupt das Internet zu haben ist manchmal ein Issue, und dann kann ich sozusagen viel einfacher mein Projekt verwirklichen, weil ich schon mich mit Leuten austauschen kann. Und so dieser globale Erfahrungsaustausch ist so der Kern von GIG, und dann machen wir auch Projekte miteinander. Und vor allen Dingen sind das Menschen, die im globalen Süden basiert sind. Deswegen bin ich jetzt leider hier nur die, die Europäerin, die für euch der Punkt ist, um darüber zu erfahren, was wir alles machen, und die ein bisschen über die Projekte erzählen kann. Und ich kann einmal weitergeben an Aravind, der erzählen kann, was er in seinem Space zum Beispiel macht. Warte mich, eine Frage vielleicht vorweg noch. Wie organisiert ihr euch dann global? Habt ihr eine eigene Plattform gebaut? Oder hauptsächlich eine Mailingliste. Okay. Und ein mittlerweile eingetragener Verein, damit wir auch sowas wie Projekt umsetzen können, wo man dann auch tatsächlich Leute vor Ort bezahlen kann, dass sie Sachen machen. Nun sind wir ja in Leipzig. Also globales Zentrum ist schon klar, aber was zeigt ihr denn hier am Stand, was für Leute sollen kommen? Was braucht ihr für Unterstützung? Wir haben zwei, drei Beispielprojekte mitgebracht. Wir haben eins, an dem ich auch arbeite, wo es um Open Hardware im Gesundheitsbereich geht. Also alles, was man so in Pflege für Menschen mit Behinderungen, in der humanitären Hilfe machen kann und was man so im Hackerspace bauen kann. Und das alles als freie Baupläne auch verfügbar ist. Und wo die Leute in ihren eigenen Spaces oder in ihren eigenen Orten auch Meetups zu machen können oder auch so Co-Design-Sessions, nennen wir es auf Englisch, wo man halt mit Leuten mit Behinderung zum Beispiel gemeinsam was entwickelt, was dieser Person genau hilft, weil die Person ist ja der größte Experte für ihre eigenen Probleme. Genau. Okay. Und das haben wir mitgebracht, da kann man sich die Blueprints sozusagen für die Hackathons mit nach Hause nehmen, also aus dem Internet runterladen dann. Und wir machen einen Vortrag dazu an Tag 3, dass man sich das auch ein bisschen anschauen kann mit Bildern, und ein Meetup auch an Tag 3, wo wir einfach nochmal ein bisschen mehr erzählen, was so das Netzwerk alles macht. Okay, cool. Genau. Ja, dann erzähl. Ich auf Englisch, ja? Ja, sure. So one of the organization part of Global Innovation Gathering is that I have co-founded in Sri Lanka. It's called Dream Space Academy. So just to explain what kind of collaboration an organization existing in a global south can get through this platform. Mm-hmm. So Dream Space Academy is a community innovation center that solves socioeconomic and environmental challenges using project and challenge-based learning. That means that rather than importing international solutions for our local problem, we try to find solution for our problem ourselves using open source innovation. So Global Innovation Gathering is a platform that connects it with other hubs and other organizations in totally, I think we are in 40 countries and 180 hubs, so that we can exchange these projects and knowledge from other global south, like in Africa and Latin America and Southeast Asia. Okay. So this is one example, and we have several other examples at our booth in a boat. Okay. And you can have a look at it. Oh, yeah, I see. Yeah. Okay. Thank you. Very good. Good. Anything else to share? Stickers, T-shirts, maybe most food. We of course have stickers with us that you can take. Nice. And maybe for Freifunkers, the most interesting project that we brought is the Hirec box, which is an offline server where you, for example, have Nextcloud offline, so that you can use it without internet connection. Yeah. Okay, so have it in the booth. And it's used in schools, for example. Yeah. Good. Good. So you can just thank you very much, touch Sandra. It. Thank you. Danke. Vielen Dank. Cool. So, meine unübersichtliche Liste sagt mir, glaube ich bin durch. Ja. Außer one more. Nextcloud. Yeah, I haven't met you before. So, Nextcloud, welcome. Hi, sorry, I'll do this in English because my German is atrocious. You won the German public cloud, right?
Nextcloud will be the foundation of the Bundescloud. Yeah, the Bundescloud, yes. They are being built with Nextcloud indeed. Yeah. But sadly, nobody can really log in there because they keep it behind the firewall, sure. Which is one of those nice things you can do with a private cloud instead of, you know. Anyway, so for those of you not familiar with it, Nextcloud is building a privacy-protecting alternative that you can host yourself. It's essentially a replacement for, well, Microsoft Office 365, the whole thing, or the Google apps, etc. So we have, well, the file sync and share, mail, calendar, contacts. And, well, last year I gave a talk where I claimed 200 other things. That was slight exaggeration. But the number has grown this year, so we'll get there. And I'll kind of give a follow-up of that talk tomorrow around 6:15, I believe. You will have a talk here? Yes, okay. Exactly. So right here. And a colleague of mine standing over there will give a talk about Nextcloud Flow, which is something we're introducing in January, which is a kind of a workflow engine with a pretty neat UI that you can use in Nextcloud, which allows you to automate stuff like, you know, if somebody uploads a file in a certain folder, you get a notification in the chat room on your mobile phone, which is Nextcloud Talk, by the way. So you can automate all kinds of workflows and things with Nextcloud. So it's pretty neat. We have a boat just over there. We haven't hung up any stuff yet, but we will hang up some posters, and we have a shitload of stickers that you can pick up. So very that's good. It. Okay, thank you very much. Pleasure. So thanks, Nextcloud. Okay. Gut. Ja, jetzt sind wir auch fast rum. Das Einzige, was noch fehlt, ist Freifunk an sich. Kann ich natürlich was erzählen, aber ich muss, glaube ich, nicht viel erzählen, weil Freifunk hat sich gut entwickelt, macht richtig Spaß. Wir haben eine Menge Communities da von Freifunk, also verschiedene, ja, ihr könnt gerne winken, Freifunk. Alle möglichen Orte und Communities sind da. Ich selber komme aus München. Wir haben letztes Jahr sehr viel verändern können. Wir haben eine Menge neue Hardware geschenkt bekommen, mit der wir dann unsere Gateways neu aufbauen können. Wir haben jetzt hier auf dem Kongress auch von Freifunk München ein DNS-Server laufen, habe ich gar nicht, müssen wir mal gucken, da ist gerade was installiert, müssen wir mal schauen, läuft auch. Ansonsten alles wie gehabt, Freifunk, glaube ich, kennen wir alle, oder wer nicht? Na, wer nicht, jeder kennt es, glaube ich, sonst geht ihr einfach zu einem der vielen Assemblies, lasst es euch erklären, macht mit, macht gerade riesig Spaß und ich würde sagen, da sind wir, glaube ich, durch, wenn ich nichts vergessen habe, ich glaube, einer war nicht da, aber das, glaube ich, können wir verkraften. Gut, vielen Dank, dann wünsche ich viel Spaß. Denkt an die Wurst, die Aufkleber, die T-Shirts, den Automaten und habt Spaß. Danke. Tschüss.